Jetzt kommen wir endlich zu der eigentlichen Frage. Das heißt, wir gehen jetzt über in die dritte Dimension. Und ich stelle nochmal die Frage vom Anfang. Wie stapelt man Kanonenkugeln möglichst platzsparend? Wir wissen ja inzwischen, wie das gemeint ist, Packungsdichte und so weiter. Und wir gucken uns nochmal genau an, wie das gemeint ist mit diesem Stapel, den ich da dargestellt habe. Wenn wir von oben rauf gucken, dann legen wir die Kugeln in dieser quadratischen Anordnung hin, die wir bei Kreisen schon öfter gesehen haben. Und dann bilden sich hier lauter solche Lücken. Und in diese Lücken legen wir die nächste Schicht Kugeln rein. Das sieht dann so aus. Und da bilden sich wieder Lücken und in diese Lücken legen wir die nächste Schicht Kugeln rein und so weiter. Dann haben wir diesen Haufen von Kanonenkugeln. Und wenn wir friedliebend sind, dann stapeln wir stattdessen Melonen. Das kann man aber auch anders machen. Ich hatte ja am Anfang schon darauf hingewiesen, dass man auf eine andere Art stapeln kann. Hier ist die unterste Schicht so angeordnet, dass, wenn man von oben drauf guckt, man die hexagonale Packung hat, über die wir bei dem Kreisproblem gesprochen haben. Hier haben sie auch Lücken, aber es sind sozusagen zu viele Lücken. Hier ist eine Lücke und hier ist eine und hier und so weiter. Und wenn Sie jetzt in jede Lücke eine Kugel reinlegen würden, wenn Sie es versuchen würden, würden Sie feststellen, dass das nicht geht. Die würden zu eng liegen. Das heißt, Sie könnten im gewissen Sinne nur jede zweite Lücke ausfüllen. Das kann man zum Beispiel so machen. Und man sieht jetzt, man kann da noch durchgucken. Das sind die Lücken, die wir nicht genutzt haben. Und jetzt haben Sie wieder die gleiche Situation wie vorher. Sie haben wieder so eine Bienenwabenmusterung darauf gelegt. Und da legen Sie jetzt wieder eine Schicht drauf und noch eine Schicht und noch eine Schicht. Und dann haben Sie das hier. Und die Frage ist jetzt, welche von diesen beiden Methoden ist besser? Ich werde die mal, obwohl das natürlich sinnlos ist, die Melonen- und die Kanonenkugelmethode nennen. In beiden Fällen geht es natürlich einfach nur um Kugeln. Die Antwort ist, keine von beiden ist besser. Das ist nämlich beide mal die gleiche Methode. Das zeigt aber so ein bisschen, dass es in drei Dimensionen alles ein bisschen schwieriger ist, weil man da räumliches Vorstellungsvermögen braucht und sich zum Beispiel überlegen muss, aus welchem Winkel schaue ich auf die Sache. Ich werde jetzt das Folgende machen. Ich gehe nach links zu dem Melonenstapel und nehme mal die vordere Reihe von Melonen weg, diese hier. Das sieht dann so aus. Jetzt habe ich hier vorne zwei Reihen von Melonen und die nehme ich auch beide weg. Und jetzt sieht man, glaube ich, das, was ich Ihnen zeigen möchte. Wenn Sie so raufgucken, dann haben Sie das quadratische Muster, mit der die Kanonenschichtung angefangen hat. Das heißt, dies ist tatsächlich die gleiche Art, Kugeln zu packen, nur Sie gucken aus einer anderen Richtung drauf. Es läuft auf dasselbe hinaus. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, sich klarzumachen, dass das beides wirklich auf das Gleiche hinausläuft. Wenn Sie tatsächlich mal die Winkel ausrechnen, die Sie da bekommen, dann haben Sie bei der Kanonenpackung, das ist jetzt hier so ein bisschen perspektivisch dargestellt, diese Pyramide im Hintergrund, die schwarze, mit einer quadratischen Grundfläche. Und wenn Sie das nach der, in Häkchen, Melonenmethode machen, dann kriegen Sie die Pyramide im Vordergrund, diese grüne. Wenn Sie jetzt zwei von den schwarzen Pyramiden nebeneinander stellen, dann ist zwischen den beiden eine Lücke. Und wenn Sie die grüne Pyramide richtig drehen, dann passt die genau in diese Lücke rein. Daran kann man erkennen, dass wenn Sie den ganzen Raum ausfüllen, es tatsächlich auf dasselbe hinausläuft. Das ist die gleiche Art, die Kugeln zu packen, nur aus unterschiedlichen Winkeln betrachtet. Und wir wollen uns jetzt diese Kugelpackung mal ein bisschen näher anschauen, weil wir jetzt auch die Packungsdichte ausrechnen wollen. Und das machen wir, wie schon angekündigt, indem wir den Raum in lauter passende Würfel zerlegen. Ich habe hier mal angefangen mit 6 Kugeln. 4 von denen sind wie auf einem Quadrat angeordnet. Das war die unterste Schicht bei der Kanonenpackung. Und dann würden wir in die obere Lücke eine Kugel reinlegen. Und natürlich würden wir das gleiche von unten auch machen. Da legen wir auch eine Kugel rein. So kommen wir auf diese 6. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie in alle Richtungen weitermachen, dann bilden sich ja rundherum neue Lücken. Da legen Sie dann oben und unten wieder 4 Kugeln hin. Das sind jetzt diese blauen Kugeln. Und jetzt lege ich da einen Würfel rein. Ich hoffe, das kann man so halbwegs erkennen auf der Folie. Das ist so gemeint, dass die Mittelpunkte der 8 blauen Kugeln die Ecken des Würfels sind. Und jetzt schaue ich mir an, was das aus dieser Kugelpackung rausschneidet. Wenn Sie ein bisschen nachdenken, werden Sie sehen, dass Sie immer dasselbe rausschneiden, egal wo Sie diesen Würfel hinsetzen. Das sieht dann so aus. Und das gibt dem Ganzen auch schon mal einen Namen, weil Sie jetzt die folgende Situation haben, auf jeder Außenfläche des Würfels sitzt eine Kugel genau in der Mitte, nennt man das die kubisch flächenzentrierte Kugelpackung. Der Fachbegriff dafür ist FCC, weil man im Englischen dazu Face-Centered Cubic sagt. Und jetzt wollen wir mal die Packungsdichte ausrechnen. Das ist jetzt eigentlich ganz einfach. Sie müssen sich nur überlegen, wie viele Seiten hat so ein Würfel? 6. Und auf jeder Seite sitzt eine halbe Kugel. Das sind die orangen Dinger. Die werden ja immer genau in der Mitte durchgeschnitten. Das heißt, in den Würfel rein ragen 6 halbe Kugeln. 6 mal 1/2. Und dann haben wir noch die blauen Kugeln. An den Ecken wird aus so einer Kugel immer 1/8 rausgeschnitten. Und der Würfel hat 8 Ecken.
Also haben Sie nochmal 8/8 Kugeln dazu. Sie haben also insgesamt 6 × 1/2, das sind 3 plus 8 × 1/8. Das heißt, in dem Würfel tummeln sich insgesamt 4 Kugeln. Und jede von diesen Kugeln hat das Volumen 4/3 Pi. Vielleicht entsinnen Sie sich aus der Schule noch an die Formel für das Kugelvolumen. 4/3 mal Pi mal R hoch 3. Und R ist ja bei uns 1, darum kann das wieder wegfallen. Also haben Sie nur 4 Pi/3. Das ist also für uns immer das Kugelvolumen. Und um die Packungsdichte auszurechnen, müssen wir das Ganze jetzt noch teilen durch das Würfelvolumen. Dafür müssen wir die Seitenlängen des Würfels kennen. Was wir kennen, ist die Diagonale. Das sind ja wieder lauter Kreisradien. Von hier bis hier ein Kreisradius, hier ist der Durchmesser und hier noch einer. Das heißt, die Diagonale hat die Länge 4. Dann rechnen Sie die Seitenlänge mit Pythagoras aus und kommen darauf, dass der Würfel die Seitenlänge Wurzel 8 hat. Also hat der Würfel das Volumen Wurzel 8 hoch 3. Und schon steht die Packungsdichte da. Müssen Sie jetzt nur noch in ein Computeralgebra-System eingeben oder ich habe das für Sie schon ausgerechnet. Da kommt lustigerweise Pi durch 3 mal Wurzel 2 raus. Vorher hatten wir Pi durch 2 mal Wurzel 3, jetzt kommt Pi durch 3 mal Wurzel 2 raus. Das heißt, wenn ich die Kugeln so anordne, dann erreiche ich eine Packungsdichte von ungefähr 74%. Also ganz grob 3/4 des Volumens sind von Kugeln ausgefüllt. Und jetzt können wir die Keplersche Vermutung endlich mathematisch exakt formulieren. Es ist nicht möglich, mit Kugeln gleicher Größe eine höhere Packungsdichte als diese Zahl zu erreichen, die da eben stand. Egal, wie Sie es machen, es wird nicht besser werden. Das ist das, was Kepler 1611 behauptet hat und was weit über 350 Jahre eines Beweises geharrt hat. Und auch hier gibt es wieder einen einfachen Fall. Sie können auch hier wieder erstmal überlegen, was passiert, wenn ich die Kugeln regelmäßig anordne. Dann bekommen Sie auch wieder ein Gitter. Das würde dann im Dreidimensionalen so aussehen. Und auch hier ist es so, dass für den Gitterfall das ganz einfach zu beweisen ist. Ich will das jetzt nicht nochmal beweisen. Im Prinzip machen Sie das mit den gleichen Methoden, wie wir das im zweidimensionalen Fall gemacht haben. Daraus wird dann ein Satz, den man Herrn Gauss wieder zuschreibt. Der besagt also, wenn ich die Kugeln regelmäßig auf einem Gitter anordne, dann kann man tatsächlich keine höhere Packungsdichte als Pi durch 3 mal Wurzel 2 erreichen. Das bedeutet, diese FCC-Packung ist tatsächlich die dichteste Gitterpackung. Jetzt muss ich mal erklären, warum solche Mathematiker, würden sagen, trivialen Sätze nach Leuten wie Gauss und Lagrange benannt sind. Die haben sich nämlich beide mit dieser Materie eigentlich überhaupt nicht befasst. Was Gauss und Lagrange gemacht haben, ist etwas ganz anderes. Sie haben sich im Rahmen der Zahlentheorie, da geht es um Primzahlen und solche Sachen, mit sogenannten quadratischen Formen beschäftigt, binäre quadratische Formen. Das sind solche Dinger, wie sie hier stehen. Und Sie müssen jetzt keine Angst haben, da werden wir jetzt nichts mitmachen. Sie sollen sie nur mal gesehen haben. Lagrange hat das als erster gemacht und er hat insbesondere ein Verfahren entwickelt, mit dem man solche Formen reduzieren kann, heißt das. Das hat mit diesen geometrischen Fragen zunächst mal gar nichts zu tun. 1831 hat ein gewisser Ludwig August Seber auch quadratische Formen untersucht, die etwas komplizierter sind, sogenannte ternäre quadratische Formen. Das sind die Dinger, die man hier sieht. Und der gute Herr Gauss hat eine Rezension über das Buch von Herrn Sebers geschrieben. Und diese Rezension hatte es in sich. Und bevor ich etwas über die Rezension sage, muss ich ein paar Sätze über Gauss verlieren. Wenn Sie bei mir Mathe hören, haben Sie den Namen Gauss sicher schon mal gehört. Aber für die, die es noch nicht gehört haben, der gilt als einer der größten Mathematiker aller Zeiten. Und er war aber auch im gewissen Sinne komisch und auf jeden Fall anders, als man das heute von Wissenschaftlern erwarten würde. Gauss hat einige ganz große Werke geschrieben, die jedes für sich quasi die Mathematik in neue Richtungen gelenkt haben. Aber er hat im Prinzip ganz wenig veröffentlicht. Während heute Wissenschaftler versuchen, so viel wie möglich zu veröffentlichen und auch schon im Jahrhundert vor ihm so jemand wie Euler fast jede Woche einen Fachartikel rausgehauen hat, hat Gauss ganz, ganz wenig veröffentlicht. Und man hat erst nach seinem Tod durch seine Aufzeichnung festgestellt, dass er noch viel, viel mehr wusste. Es gibt einen Mathematikhistoriker namens Bell, der hat mal geschrieben, wenn Gauss alles veröffentlicht hätte, was er wusste, wäre die Mathematik auf einen Schlag 50 Jahre weiter gewesen. Und da gibt es auch schöne Anekdoten, zum Beispiel Jacobi, auch ein berühmter Mathematiker, der so eine Generation jünger als Gauss war, der hat Gauss ab und zu besucht und hat ihm dann berichten wollen von den neuen Dingen, die er herausgefunden hat. Und Jacobi hat gesagt, mehr als einmal ist es ihm passiert, dass Gauss dann irgendein Schubfach aufgemacht hat und gesagt hat, ja, das habe ich vor 20 Jahren auch schon mal gemacht, was natürlich für Jacobi ziemlich enttäuschend war. Das muss man so ein bisschen vorher wissen, um jetzt zu verstehen, was bei dieser Rezension passiert ist. Seber hatte dieses Buch Gauss gewidmet
Und darum fühlte sich Gauss wohl verpflichtet, eine Rezension zu diesem Buch zu schreiben. Die erschien dann 1831 in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen. Und ich würde mal sagen, die Rezension war wohlwollend herablassend von Gauss. Was ganz süß ist, Seber hat in seinem recht dicken Buch, Sie sehen es ja hier, 248 Seiten, unter anderem geschrieben, dass er eine bestimmte Abschätzung für quadratische Formen beweisen wollte, ihm das aber nicht gelungen sei. Er hat stattdessen eine andere, schwächere Abschätzung beweisen können und das hat für das, was er machen wollte, gereicht. Aber er hat geschrieben, er hätte gern diese Abschätzung bewiesen und er hat tatsächlich 600 verschiedene Beispiele durchgerechnet. Und bei allen Beispielen kam das raus, was er beweisen wollte, aber er konnte es nicht beweisen. Gauss hat in seiner Rezension sinngemäß geschrieben, na dann beweise ich das mal und hat das auf einer halben Seite bewiesen, wonach Herr Sebers jahrelang gesucht hat. Und dabei hat Gauss in ein paar Nebensätzen erwähnt, dass man das ganze Problem auch geometrisch sehen könnte. Und hat dabei zum ersten Mal etwas beschrieben, was die Mathematiker heute Gitter nennen. Wir haben das ja schon kennengelernt. Und hat einen Zusammenhang zwischen diesen Gittern und quadratischen Formen hergestellt und hat quasi nebenbei diese Sachen bewiesen, die jetzt Satz von Gauss bzw. Satz von Gauss und Lagrange heißen. Das heißt, das hat ihn eigentlich gar nicht interessiert. Das war so ein Abfallprodukt von dieser Rezension, die er da geschrieben hat. Darum heißt das heute Satz von Gauss. Aber das war natürlich nicht die Lösung der Keplerschen Vermutung, denn es geht ja nur um regelmäßige Gitterpackungen. Und genau wie bei den Kreisen kann man sich fragen, könnte nicht doch eine bessere Packung von Kugeln rauskommen, wenn man die irgendwie ganz unregelmäßig anordnet? Das ist die Frage, die noch offen war. Also hier nochmal der Satz von Gauss, das ist jetzt geklärt bei regelmäßigen Packungen. Und bevor wir zu der endgültigen Lösung kommen, etwas, was man auch erst im 19. Jahrhundert bemerkt hat, diese FCC-Packung, die wir da gesehen haben, ist nicht die einzige optimale Packung, auch wenn ich mich auf regelmäßige Packungen konzentriere. Ich habe hier nochmal den Anfang hingemalt, diesmal sozusagen aus der Melonensicht. Sie legen unten drei Kugeln hin, oben kommt eine rauf. Dann würden sich darum sechs weitere Kugeln verteilen. Und jetzt kommt ja die nächste Schicht und ich hatte Ihnen ja vorhin schon gesagt, dass man da die Wahl hat, weil man verschiedene Lücken hat, in die man das reinlegen kann. Bei der FCC-Packung, die wir gesehen haben, links, würde man es so machen, aber man hätte es auch so machen können. Das, was da rechts rauskommt, nennt man die hexagonale Packung, Fachbegriff HCP für Hexagonal Closed Packing. Und ich zeige Ihnen das Ganze nochmal von oben, um Ihnen den Unterschied klar zu machen. Wir fangen an mit einer Schicht von Kugeln, die nach diesem Bienenwabenmuster ausgelegt sind. Und ich habe die Stellen, wo die Mittelpunkte der Kugeln sind, mit A markiert. Und jetzt haben Sie, was ich schon mal gesagt habe, im gewissen Sinne zu viele Lücken, die können Sie nicht alle gleichzeitig füllen, weil die Kugeln da nicht alle reinpassen. Darum teilen Sie die Lücken jetzt in zwei Hälften auf. Die eine Sorte Lücken, ich hoffe, das kann man noch so halbwegs erkennen auf dem Beamer, nennen Sie B. Wenn Sie überall in B eine Kugel reinlegen, dann klappt das, dann reicht der Platz. Und die andere Sorte Lücken nennen Sie C. Wenn Sie überall in C eine Kugel reinlegen, klappt das auch. Sie können bloß nicht in C und B gleichzeitig Kugeln reinlegen. Und jetzt gucken wir uns links FCC an und rechts HCP. Bei beiden fangen wir mit einer A-Schicht an, das heißt, wir legen eine Schicht von Kugeln nach dem Bienenwabenmuster aus. Bei beiden legen wir eine B-Schicht obendrauf und jetzt haben wir die Wahl, das haben wir eben in der Großaufnahme quasi gesehen. Bei der FCC-Packung legen wir jetzt eine C-Schicht drauf, bei der HCP-Packung legen wir wieder eine A-Schicht drauf. Und jetzt machen wir weiter, links eine A-Schicht, rechts eine B-Schicht drauf und immer so weiter. Das heißt, links machen wir das nach dem Muster ABC, ABC, ABC. Rechts machen wir nach dem Muster AB, 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 AB. Dann haben Sie zwei verschiedene Möglichkeiten, die Kugeln anzuordnen, die aber beide dieselbe Packungsdichte haben. Und wenn Sie das erstmal verstanden haben, dann wird Ihnen klar, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, das zu machen, weil Sie ja auf jeder Schicht zwei Möglichkeiten haben, das zu tun. Wenn Ihnen das was sagt, weil Sie immer eine Verzweigung von Zweien haben, man kann sogar zeigen, dass es überabzählbar viele Möglichkeiten gibt, die Kugeln zu packen. Falls Ihnen das Wort überabzählbar nicht sagt, streichen Sie das im Geiste durch und schreiben Sie einfach unendlich dafür hin. Also das ist alles nicht so einfach und es gibt noch was, was nicht so einfach ist. Das ist auch so eine Art Abschweifung, aber nicht wirklich eine Abschweifung, weil es sehr eng mit unserem Problem zusammenhängt. Da geht es um einen Disput zwischen Isaac Newton, von dem haben Sie sicherlich schon mal gehört, und David Gregory, ein Zeitgenosse von Newton, ein Schotte. Muss ja ein Zeitgenosse gewesen sein, sonst hätte es keinen Disput geben können. Die haben sich eigentlich über eine astronomische Frage gestritten, aber im Endeffekt war es eine mathematische Frage. Die haben sich nämlich gefragt, wenn ich lauter gleich große Kugeln habe und die sollen sich alle berühren, wie viele Kugeln können maximal die innere Kugel berühren?
bei dem Bild, was wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben, wäre die innere Kugel die orange hier und die äußeren sind die blauen. Und wenn Sie zum Beispiel FCC oder HCP nehmen, dann haben Sie 12, die berühren. Und Newton hat gesagt, mehr als 12 geht nicht. Gregory hat gesagt, ich glaube, dass 13 geht. Und da kann man nun eine ganz unterschiedliche Meinung zu haben. Man kann sagen, da sieht man doch, dass da nur 12 reinpassen. Man kann aber auch sagen, wenn man da mal hinguckt, da scheint ja ziemlich viel Platz zu sein. Also dieses orange Stück da, das sieht so aus, als wäre da noch Platz. Und tatsächlich hat man auch erst Ende des 20. Jahrhunderts beweisen können, da ist so viel Platz, dass sie diese Kugeln hin und her schieben können, so lange bis zwei Kugeln tatsächlich ihren Platz getauscht haben, zwei von den blauen, ohne dass eine von denen den Kontakt zur inneren Kugel verliert. Also da ist wirklich sehr viel Platz. Darum ist diese Idee von Gregory, dass man vielleicht irgendwie 13 Kugeln dazu bringen könnte, die innere zu berühren, nicht so total weit hergeholt. Und da will ich Ihnen jetzt auch mal so ein ganz kleines bisschen Mathematik zu zeigen, das sind aber hauptsächlich Bilder. Wir kochen das Ganze wieder eine Dimension runter und fragen uns, wie viele Kreise können den inneren Kreis berühren. Und ich habe das hier schon mal angedeutet, der innere Kreis ist der orange. Ich habe äußere Kreise, die den inneren berühren, davon habe ich nur einen hingemalt, das ist der blaue. Und dann kann man ja außenrum noch einen sie umfassenden Kreis hinmalen. Und jetzt wendet man folgenden kleinen Denktrick an. Man stellt sich vor, die innere Kugel schrumpft auf einen Punkt zusammen und wird zu einem Scheinwerfer. Und dieser Scheinwerfer wirft ja einen Schatten auf die äußere Kugel. Und jetzt frage ich mich, wie groß ist der Schatten, der da geworfen wird? Das können Sie mit simplen Geometriekenntnissen ausrechnen. Hier müssen Sie einen rechten Winkel haben, weil das ja eine Tangente an den Kreis sein muss. Dieses hier hat die Länge 1, weil das ja der Radius von dem blauen Kreis ist. Dies hier hat die Länge 2, weil sich hier zwei Kreise berührt haben. Dann kennen Sie zwei Seiten und einen Winkel von dem Dreieck, dann wissen Sie auch alles andere. Insbesondere können Sie diesen Öffnungswinkel hier ausrechnen. Das habe ich da unten als Fußnote schon hingeschrieben. Der Öffnungswinkel, den Sie dann ausrechnen, beträgt 60 Grad. Und weil der gesamte Kreis 360 Grad hat, sieht man sofort, mehr als 6 Kreise können den inneren nicht berühren, weil ja gar nicht genug Schattenplatz auf dem Außenkreis ist. Also in zwei Dimensionen ist das Problem sofort gelöst. Wenn Sie sich fragen, wie viele Kreise kann man dazu bringen, einen inneren Kreis zu berühren, maximal 6. Und 6 geht, weil wir das schon wissen, in der hexagonalen Packung berühren ja tatsächlich 6 Kreise den in der Mitte liegenden. Jetzt können Sie sich die gleiche Frage für Kugeln stellen. Sie haben in der Mitte Ihre orange Kugel, außenrum haben Sie blaue Kugeln verteilt und um die Kugeln rum legen Sie eine transparente, hier nur angedeutete Kugel. Sie konzentrieren sich auf zwei Kugeln, die innere und eine von den äußeren. Sie lassen die innere Kugel zu einem Punkt zusammenschrumpfen und zum Scheinwerfer werden. Dann wirft die einen Schatten auf die äußere Kugel. Und jetzt können Sie sich fragen, wie viel von der Oberfläche der äußeren Kugel nimmt dieser Schatten ein? Jetzt kommt 2 Minuten Mathematik wieder. Sie wollen die Oberfläche dieser Kugelkappe ausrechnen. Das ist ja der Schatten, der da geworfen wird. Die Idee, die Sie da haben könnten, das ist so eine typische Idee aus der Analysis, Sie zerschneiden die Kugelkappe in ganz viele, ganz schmale Ringe und rechnen für jeden von diesen Ringen aus, welche Fläche der hat, und dann zählen Sie diese ganzen Flächen zusammen. Und dann lassen Sie die Dicke der Ringe gegen Null gehen. Das würde schematisch folgendermaßen aussehen. Die Ringe hängen von dem Öffnungswinkel hier unten ab, den habe ich Alpha genannt. Diese Strecke hier kennen wir, das ist ja 1, immer unser Kreisradius. Also ist dieses hier Sinus von Alpha. Das bedeutet, der Kreis, der hier außen rumläuft, hat den Umfang 2 mal Pi mal Radius, also 2 mal Pi mal Sinus Alpha. Und wenn ich jetzt die Fläche von so einem braunen Streifen ausrechnen will, den ich hier jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt habe, dann muss ich den ja nur noch mit seiner Breite mal nehmen. Also 2 mal Pi mal Sinus Alpha mal die Breite d Alpha. Und ich habe diese Breite jetzt absichtlich d Alpha genannt. Einige von Ihnen können sich schon denken, worauf das jetzt hinausläuft. Diese Breite hängt ja von der Winkeländerung ab. Ich stelle mir eigentlich vor, dass dieser Ring eng an der Kugelkappe dran liegt. Und wenn ich diese ganzen winzig kleinen Ringe addiere, was muss ich dann machen? Integrieren muss ich natürlich. Das heißt, diese Oberfläche der Kugelkappe, die Fläche des Schattens, ergibt sich durch ein Integral. Und der Winkel, der da steht, Pi Sechstel, ist der Öffnungswinkel, der gleiche ist wie im zweidimensionalen Fall. Das heißt, Sie können jetzt das Folgende ausrechnen. Sie schreiben einen Bruch hin. In den Zähler schreiben Sie die Gesamtoberfläche der äußeren Kugel hin. Gleiche Formel, nur größerer Winkel. Und in den Nenner schreiben Sie die Oberfläche eines Schattens hin, die wir eben gerade ausgerechnet haben. Das teilen Sie durcheinander. Habe ich für Sie schon mal gemacht.
Und da kommt ungefähr 14,9 raus. Das bedeutet, wenn es nur um den Schattenwurf ginge, dann würden fast 15 Kugeln dahin passen. Während Newton meinte, es würden nur 12 hinpassen und Gregory meinte 13. Also die Idee von Gregory, dass da mehr als 12 Kugeln hinpassen, ist nicht so weit hergeholt. Es ist wirklich viel Platz da. Und das Problem ist tatsächlich schwierig und es hat lange gedauert, bis das gelöst wurde. Die Zahl, die da gesucht wird, ist sie nun 12 oder 13, also die maximale Anzahl der Kugeln, die die innere Kugel berühren könnte, nennt man inzwischen die Kusszahl der entsprechenden Dimension. Und was wir uns vorhin gerade überlegt haben, die Kusszahl für die Dimension 2 ist 6, das ist ganz einfach. Ich habe da mal hingeschrieben, die Kusszahl für die Dimension 1 ist 2. Sie können ja mal darüber nachdenken, was die Frage überhaupt in Dimension 1 bedeutet. Dass die Kusszahl für die Dimension 3 wirklich 12 ist, was Newton vermutet hat, wurde erst 1953 bewiesen. So lange hat das gedauert, bis man das wirklich vernünftig beweisen konnte. Und dann wurde im Jahr 1979 die Kusszahl für die Dimension 8 und 24 bewiesen. Diesen beiden Zahlen 8 und 24 werden wir gleich nochmal begegnen. Dass es gerade diese beiden Zahlen sind, liegt daran, dass es in den Dimensionen 8 und 24 zwei ganz besonders schöne Gitter gibt, die es in anderen Dimensionen nicht gibt. Das ist einmal das sogenannte E8-Gitter und einmal das Leech-Gitter. Und darum kann man in diesen Dimensionen die Kusszahl leichter ausrechnen als woanders. Was vielleicht noch ganz interessant ist, das hat ein Team von Mathematikern und ein Mathematiker getrennt voneinander, unabhängig voneinander ausgerechnet oder bewiesen. Die beiden, die rechts stehen, Odlitzko und Sloan, sind Amerikaner, die haben das mit Computerhilfe bewiesen. Und links, Levenstein, ist ein Russe, der hat das ziemlich genau zur gleichen Zeit ganz klassisch, also mit Papier und Bleistift bewiesen. Und 2003 ist dann noch die Kusszahl für die Dimension 4 hinzugekommen, das ist 24. Und für alle anderen Dimensionen ist das auch eine ungelöste Frage. Man weiß für andere Dimensionen die Kusszahlen nicht. Und jetzt die letzte Abschweifung. Und diese Abschweifung kommt eigentlich nur, weil die Begriffe so schön sind. Wir haben ja in der ersten Hälfte über endliche Kreispackungen gesprochen. Und natürlich kann man sich auch über endliche Kugelpackungen Gedanken machen. Das ist folgendermaßen gemeint. Stellen Sie sich vor, Sie wollen jemandem Marzipankartoffeln schenken. Und Sie wollen die Marzipankartoffeln, alles gleich große Kugeln, möglichst effizient verpacken. Darum schweißen Sie die in Klarsichtfolie ein, sodass die ganz eng anliegt. Mathematischer Fachbegriff konvexe Hülle. Es gibt drei grundsätzlich verschiedene Arten, das zu verpacken. Die eine Möglichkeit ist, Sie legen die alle der Reihe nach wie auf einer Geraden hin. So werden zum Beispiel manchmal Tennisbälle verpackt. Das nennen die Mathematiker eine Wurstpackung. Jetzt habe ich endlich die Wurst untergebracht in diesem Vortrag. Die zweite Möglichkeit ist, Sie legen die Kugeln so hin, dass sie alle auf einer Ebene liegen. So werden manchmal Boule-Kugeln verpackt. Das nennen die Mathematiker eine Pizzapackung. Und die dritte Möglichkeit ist, Sie verteilen die Kugeln irgendwie im Raum. Das nennt man eine Clusterpackung. Und jetzt kann man sich überlegen, wenn ich die Anzahl der Kugeln vorgebe, welche von diesen Verpackungsmethoden ist die effizienteste? Das heißt, wenn ich die, wie ich das vorhin beschrieben habe, in Klarsichtfolie einschweiße, bei welcher Verpackungssorte ist am wenigsten Luft in der Verpackung? Und lustigerweise ist es so, dass für kleine Zahlen, und mit kleinen Zahlen ist sowas wie 3 und 4 und so weiter gemeint, die Wurstpackung optimal ist. Man weiß aber inzwischen, wenn die Zahl der Kugeln größer wird, dann ist die Wurstpackung irgendwann nicht mehr optimal. Sicher ist man sich, dass ab 56 Kugeln die Wurstpackung nicht mehr optimal ist. Und die Mathematiker finden das sehr komisch, dass die Packung eine Zeit lang optimal ist und dann auf einmal nicht mehr. Und dieses Phänomen, dass diese Wurstpackung auf einmal nicht mehr optimal ist, nennt man in der Mathematik die Wurstkatastrophe. Man weiß, dass das spätestens bei 56 Kugeln passiert, man ist sich aber nicht sicher, ob es nicht vielleicht früher schon passiert. Offene Frage. Und passend zur Wurstkatastrophe gibt es auch eine Wurstvermutung. Das ist von dem Herrn Feyerstoth, den wir vorhin schon kennengelernt haben. Der hat nämlich vermutet, ich glaube auch in den 50er Jahren, dass in höheren Dimensionen, und er glaubt ab der fünften Dimension, es keine Wurstkatastrophe gibt. Das haben natürlich andere Mathematiker versucht zu beweisen und das ist bisher partiell bewiesen worden. Man hat bewiesen, dass tatsächlich in Dimensionen, die groß genug sind, es keine Wurstkatastrophe gibt. Man hat es bisher nicht für die fünfte Dimension beweisen können, sondern, halten Sie sich fest, für die 42. Dimension. Habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ist wirklich so. Und das, was unter 42 und unter 56 liegt, wie gesagt, beides noch offen, können sich auch noch diverse Mathematikdoktoranden dran versuchen, das eventuell zu beweisen.
Das war jetzt wirklich die letzte Abschweifung. Und jetzt kommen wir zum 20. Jahrhundert, wo dann schließlich die Keplersche Vermutung bewiesen wurde. Wenn man solche Geschichten hört, dass ein Problem 350 Jahre lang offen war, dann stellt man sich manchmal vor, dass tatsächlich 350 Jahre lang alle Mathematiker an diesem Problem gearbeitet haben. Das ist aber nicht immer so. Es ist tatsächlich so gewesen bei dem großen Satz von Fermat, der ähnlich alt ist. Der war so berühmt, dass man, glaube ich, wirklich sagen kann, dass den größten Teil dieser 350 Jahre, bis das Ding endlich bewiesen wurde, fast alle großen Mathematiker mal versucht haben, dieses Problem zu lösen. Bei der Keplerschen Vermutung ist das nicht so. Bis ziemlich genau 1900 haben sich relativ wenige Leute mit dieser Frage beschäftigt. Das hat sich schlagartig geändert durch die sogenannten Hilbertschen Probleme. Wenn Sie schon mal bei einer Weihnachtsvorlesung waren, könnte es sein, dass Sie davon schon mal gehört haben, aber für die, die davon noch nicht gehört haben, 1900 war ja so ein Jahrhundertwechsel. Da fand unter anderem in Paris die Weltausstellung statt und zu diesem Anlass auch der zweite internationale Mathematikerkongress. Und zu solchen runden Jahreszahlen versucht man immer so Ausblicksvorträge zu halten, was wohl in Zukunft passieren wird. Und da wurde David Hilbert eingeladen, das war damals vielleicht der berühmteste Mathematiker der Welt. Und dessen Idee war zu sagen, ich versuche mal die Zukunft der Mathematik in den nächsten 100 Jahren zu prognostizieren durch eine Reihe von ungelösten Problemen, von denen ich glaube, dass ihre Lösung die Mathematik voranbringen wird. Und das sind die berühmten Hilbertschen Probleme geworden, insgesamt 23. Und die haben tatsächlich quasi den Takt der Mathematik im nächsten Jahrhundert bestimmt, was so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung war. Denn der Grund, dass dann alle Leute diese Probleme lösen wollten, war quasi, dass David Hilbert sie gestellt hat und der so berühmt war. Aber er hat einen ziemlich guten Riecher bewiesen, weil da Probleme dabei waren, die tatsächlich sehr, sehr schwierig waren. Zum Beispiel auch die berühmte Riemannsche Vermutung, die immer noch nicht gelöst ist. Und eins von diesen Problemen war das 18., das hat er genannt Aufbau des Raumes aus kongruenten Polyedern. Und da steckt die Keplersche Vermutung drin. Ich lese das mal vor. Er hat geschrieben: Ich weise auf die hiermit im Zusammenhang stehende, für die Zahlentheorie wichtige und vielleicht auch der Physik und Chemie Anwendung einmal nutzenbringende Frage hin, wie man unendlich viele Körper von der gleichen vorgeschriebenen Gestalt, etwa Kugeln mit gegebenem Radius, im Raume am dichtesten einbetten, das heißt so lagern kann, dass das Verhältnis des erfüllten Raums zum nicht erfüllten Raum möglichst groß ausfällt. Das ist die Keplersche Vermutung. Und von da an war die auf einmal wieder en vogue und die Leute wollten die dann lösen. Und was machen Mathematiker, wenn sie ein Problem nicht direkt lösen können? Das hat sich ja wirklich als sehr, sehr schwierig herausgestellt. Man versucht mit Abschätzungen zu arbeiten. Die Idee, die dann nach und nach mehrere Mathematiker hatten, zum ersten Mal der Amerikaner Hans Blichfeld, dänischer Abstammung, war, dass man zumindest versucht, eine obere Schranke für die Packungsdichte zu finden. Das heißt, dass man mit irgendwelchen cleveren Methoden versucht, zu beweisen, die Packungsdichte kann zumindest nicht größer als sein. Und Sie sehen hier eine Tabelle, was dann so in diesem Jahrhundert passiert ist. Blichfeld hat das zweimal gemacht, hat die Packungsdichte sozusagen so ein bisschen runtergedrückt. Dann kamen noch andere nach ihm. Und ich habe das mal hier in dieser Grafik aufgetragen. Und hier unten steht das, was man eigentlich erreichen wollte, nämlich die 74,05%, die in der Keplerschen Vermutung stecken. Man sieht, dass das nicht ganz gelungen ist. Man sieht, dass das 1993 aufhört. Wir werden auch gleich sehen, warum. Und was man auch sieht, ist, dass das ein ziemlich mühsames Unterfangen ist. Wir müssen sich jetzt nicht denken, dass die alle immer dieselbe Sache gerechnet haben und man bekommt kleinere Zahlen daraus, wenn man fleißiger ist, sondern die hatten natürlich alle unterschiedliche Ideen, wodurch sie auf kleinere Zahlen gekommen sind. Trotzdem nehme ich es Ihnen nicht übel, wenn Sie jetzt glauben, naja, also das sieht ja langweilig aus. 70 Jahre und dann werden die Zahlen am Ende nur so hinterm Komma ein bisschen besser. Falls Ihnen das langweilig vorkommt, habe ich im Vergleich in diese Grafik mal den 100-Meter-Weltrekord in der Leichtathletik aufgetragen. Da ist es genauso langweilig. Das gucken sich aber Leute im Fernsehen an. Genauso könnte man sich auch Mathematik im Fernsehen angucken. Macht aber keiner. Okay, jetzt kommen wir aber wirklich zu den Beweisen und Beweisversuchen. Zum dritten Mal begegnet uns Herr Fejes-Tod. Der hat die Keplersche Vermutung nicht bewiesen, aber er war schon eine wichtige Figur in der diskreten Geometrie. Und er hat zwei ganz wesentliche Dinge gemacht. 1953 hat er bewiesen, dass man die Keplersche Vermutung auf ein endliches Optimierungsproblem reduzieren kann. Das ist so gemeint, wenn Sie tatsächlich unendlich viele Kugeln haben und Sie wissen nicht, wo die sind, weil Sie eine unregelmäßige Packung haben könnten, dann haben Sie im gewissen Sinne ein Optimierungsproblem, würden das die Mathematiker nennen, mit unendlich vielen Parametern. Todt hat 1953 gezeigt, dass man daraus ein Problem mit endlich vielen Parametern machen kann.
was das Ganze auf jeden Fall viel handhabbarer macht. Und dann hat er sich 1964 nochmal dem Problem gewidmet und hat noch eine gute Idee gehabt. Er hat gesagt, das Problem ist immer noch viel zu kompliziert, um es zu lösen, aber mit Computern könnte man das vielleicht machen. Nur sind zum heutigen Zeitpunkt, also 1964, die Computer nicht schnell genug, um das zu tun. Aber theoretisch wäre es wohl möglich. Und der, der es dann später gelöst hat, der hat gesagt, dass diese beiden Aussagen von Tod eigentlich die wesentlichen waren, die dann schließlich zum Beweis geführt haben. Der nächste Schritt, den erwähne ich hier nur mal als Anekdote. Vielleicht haben einige von Ihnen schon mal von Buckminster Fuller gehört. Er ist ein bekannter Architekt gewesen. Der hat die sogenannten geodätischen Kuppeln unter anderem entwickelt. Sieht man da rechts unten. Das sind die Dinger, die Sie manchmal über so Radarstationen sehen. Und der war wohl auch ziemlich gut in PR. Und der hat 1975 behauptet, er hätte die Keplersche Vermutung bewiesen. Der hat sich nämlich auch für einen Mathematiker gehalten. Aber das, was er da geschrieben hat, ist weit entfernt von einem Beweis. Also die meisten Experten, die das gelesen haben, sagen, das Einzige, was er gemacht hat, ist, er hat Dingen, die schon einen Namen hatten, andere Namen gegeben. Und sonst hat er eigentlich gar nichts gemacht. Aber ist vielleicht als Anekdote ganz lustig. Was keine Anekdote ist, ist dann 1993 das folgende Ereignis. Der Mathematiker Wu Yixiang hat einen Beweis vorgelegt. Wu Yixiang war im Gegensatz zu Buckminster Fuller kein mathematischer Quacksalber, sondern ein ziemlich angesehener Geometer, Professor an der University of Berkeley. Und der hat einen Artikel rausgebracht, der über 100 Seiten lang war. Und das sollte der Beweis der Keplerschen Vermutung sein. Jetzt muss man ein bisschen was dazu erzählen, wie so mathematische Artikel erscheinen. Wenn Sie so einen Fachartikel haben, in dem Sie zum Beispiel einen neuen Beweis präsentieren wollen, dann schicken Sie den an eine Fachzeitschrift. Und die Herausgeber der Fachzeitschrift entscheiden erstmal, ob das überhaupt was für Sie ist und ob Sie meinen, dass das berichtenswert ist. Und wenn Sie das denken, dann schicken die das an Gutachter weiter. Gutachter sind in der Regel Experten auf dem Gebiet, also andere Mathematiker, meistens Professoren. Und das sind dann typischerweise zwei oder drei Gutachter, die das zu lesen bekommen. Und die sollen entscheiden, ist das auch richtig, was da steht? Sind da keine Fehler drin? Manchmal gibt es so ein Hin und Her, dass die Gutachter kleine Fehler finden, das dem Autoren zurückschicken, der korrigiert die Fehler, das kommt wieder zurück. Und man muss bei der ganzen Sache bedenken, diese Gutachter sind Experten auf dem Gebiet, kriegen dafür aber kein Geld, das gehört quasi zum Job des Profs dazu und haben natürlich auch andere Dinge zu tun. Profs müssen ja manchmal Vorlesungen halten und manchmal forschen sie auch selbst ganz gern, sodass dieser Prozess normalerweise sehr lange dauert. Für einen typischen Artikel können Sie bei einer typischen Fachzeitung damit rechnen, dass zwischen der Einreichung des Artikels und der Veröffentlichung 2 Jahre oder mehr vergehen. Bei dem Artikel von Wu Yixiang vergingen, obwohl der 100 Seiten lang war, zwischen Einreichen und Veröffentlichen nur 4 Monate. Was vielleicht auch daran lag, dass die Zeitschrift, in der er das veröffentlicht hat, an der Universität rausgegeben wurde, wo er Professor war und er die Herausgeber kannte. Jedenfalls war das schon mal komisch. Und nachdem sich dann viele Experten darauf gestürzt haben, weil das ja eine große Sache war, Keplersche Vermutung bewiesen, war eigentlich die einhellige Meinung, das ist kein Beweis. Da sind zu viele Lücken drin und die kann man auch nicht flicken. Und das ist bis heute immer noch der Stand der Dinge. Alle Leute, die im Bereich der diskreten Geometrie sich auskennen, sagen, das, was der Xiang da geschrieben hat, ist kein Beweis. Der Einzige, der anderer Meinung ist, ist Xiang, der immer noch meint, sein Beweis sei richtig. Aber kurz danach kam dann wirklich der Beweis. Das ist jetzt endlich der Beweis von einem Amerikaner namens Thomas Hales. Das ist der, der rechts unten abgebildet ist. Der hat an dem Problem seit Ende der 80er Jahre gearbeitet. Und er war dann 1994 so weit, dass er einen detaillierten, ziemlich umfangreichen Plan dafür hatte, wie man das beweisen könnte. Diesen Plan hat er 1997 veröffentlicht und hat dann über die Jahre diverse Artikel und Preprints rausgebracht, in denen er Zwischenergebnisse veröffentlicht hat. Also er hat quasi darüber berichtet, wie weit er und teilweise sein Doktorand Samuel Ferguson mit dem Beweis waren. Und ein Überblick über den Beweis, der 100 Seiten lang ist, wurde dann 2005 in den Annals of Mathematics veröffentlicht. Und der ausführliche Beweis, der noch viel länger ist, 2006 in einer Sonderausgabe der Zeitschrift Discrete and Computational Geometry. Ich erzähle das deswegen so ausführlich, weil die Geschichte dieser Veröffentlichung ganz bemerkenswert ist. Die Annals of Mathematics sind so ziemlich das Tollste, was man überhaupt haben kann, wenn man was veröffentlicht. Wenn Sie in der Zeitschrift einen Artikel veröffentlichen, dann haben Sie es wirklich geschafft. Das ist die Fachzeitschrift mit der höchsten Reputation in der Mathematik. Und die haben Hales sogar gebeten, den Beweis bei ihnen einzureichen, damit sie ihn veröffentlichen können. Und damit das auch alles mit rechten Dingen zugeht, haben die Herausgeber der Annals ein Team von 12 Experten
gebeten, sich diesen Beweis anzuschauen. Und diese 12 Experten haben sich diesen Beweis 4 Jahre lang angeschaut und haben teilweise mit ihren Doktoranden extra Seminare gemacht, in denen nur an diesem Beweis von Hales gearbeitet wurde. Und nach 4 Jahren hat dieses Expertenteam aufgegeben und hat gesagt, wir sind uns zu 99% sicher, dass der Beweis richtig ist, aber wir können nicht mehr. Wir geben auf. Und dann hat die Zeitschrift entschieden, diesen Beweis schließlich doch zu veröffentlichen. Und jetzt ist die Frage, warum ist dieser Beweis so unglaublich schwer? So ein 100-Seiten-Beweis ist zwar schon ganz schön viel, aber er sollte für Experten kein Problem sein, an dem sie 4 Jahre sitzen. Das Problem war, dass Hales Computer eingesetzt hat. Und zwar extrem umfangreich. Hales hat dieses Problem in viele Einzelprobleme zerlegt. Er musste dafür 5000 Graphen erzeugen. Vielleicht haben Sie schon mal von Graphentheorie gehört. Zum Erzeugen dieser 5000 Graphen hat er den Computer eingesetzt. Das heißt, der Computer hat quasi die 5000 Graphen für ihn ausgewählt. Für jeden von diesen Graphen musste er bestimmte Optimierungsprobleme lösen, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass er ungefähr 100.000 lineare Optimierungsprobleme lösen musste, jedes von denen mit bis zu 200 Variablen und bis zu 2000 Bedingungen. Das ist im Prinzip nichts Schlimmes. Das Lösen von linearen Optimierungsproblemen ist quasi Industriestandard. Aber der Output, der da erzeugt wurde, nimmt mehrere Gigabyte ein. Und wenn Sie einen Beweis überprüfen wollen, müssen Sie das hier alles überprüfen. Oder zumindest eine Methode entwickeln, das zu überprüfen. Und abgesehen davon haben Hales und Ferguson noch in vielen anderen Bereichen ihres extrem umfangreichen Beweises Computer eingesetzt. Ich habe das hier einfach mal aufgeführt. Das wird Ihnen jetzt nicht unbedingt was sagen, aber Sie haben zum Beispiel Intervallarithmetik einsetzen müssen, damit Sie sich sicher sein konnten, dass keine Rundungsfehler bei Fließkomma-Arithmetik stattfinden. Sie mussten teilweise numerisch optimieren, weil die Optimierungsprobleme am Anfang nicht linear waren. Sie haben für bestimmte Gleichungen, die zu vereinfachen, Computeralgebra-Systeme eingesetzt. Also es war ein Wust von Computereinsatz, der völlig untypisch war für das, was in der Mathematik normalerweise üblich ist. Ein recht bekannter englischer Autor und Mathematiker Ian Stuart, der viele populärwissenschaftliche Mathebücher geschrieben hat, hat mal gesagt, ein schöner mathematischer Beweis ist wie ein Roman oder wie ein Gedicht, je nachdem wie lang er ist. Der Beweis von Hales ist wie ein Telefonbuch. Und zwar ein ziemlich umfangreiches Telefonbuch. Und da haben diese 12 Experten dann irgendwann aufgegeben und hatten keine Lust mehr, im Telefonbuch rumzulesen. Das fand Hales natürlich ziemlich traurig. Und darum hat er sich dann, nachdem absehbar war, dass er nicht das 100-prozentige Plazet der Gutachter bekommen würde, entschlossen, das sogenannte Flyspeck-Project zu gründen. Flyspeck ist das englische Wort für Fliegendreck, siehe rechts unten. Und er hat dieses Wort aus 2 Gründen gewählt. Einmal stehen diese Buchstaben FPK für Formal Proof of the Kepler Conjecture. Und außerdem ist to flyspeck als Verb im Englischen umgangssprachlich ein Wort für minutiös überprüfen. Das heißt, er wollte selbst dafür sorgen, dass dieser Beweis minutiös überprüft wird, und zwar von Computern. Und darum muss ich jetzt zum Schluss noch ein bisschen was über Mathematik und Computer sagen, wie ich am Anfang angekündigt habe. Was ich nicht meine, sind Computer als Forschungsgegenstand der Mathematiker. Da kann man auch viel drüber erzählen. Viele Grundlagen der heutigen Computertechnik wurden von Mathematikern gelegt. Ich habe hier nur mal 6 Beispiele genommen. Und das, was man heute theoretische Informatik nennt, ist eigentlich ein Teilgebiet der Mathematik. Zumindest sehen die Mathematiker das so. Aber darum geht's nicht. Die Frage ist eher, wie werden Computer von Mathematikern als Werkzeuge eingesetzt? Und da gibt es verschiedene Arten und Weisen, Computer als Werkzeuge einzusetzen. Und vielleicht sollte man zuerst mal sagen, Computer werden fast ausschließlich nicht von Mathematikern und nicht für Mathematik eingesetzt. Wenn Sie mal überlegen, wo heutzutage Computer eingesetzt werden, dann werden die eingesetzt, um Filme abzuspielen, um Musik abzuspielen, um ein Herd zu steuern, um Datenbanken zu hosten, um Websites zu zeigen und so weiter. Dass Computer wirklich dafür, wofür sie ursprünglich mal gedacht waren, zum Rechnen eingesetzt werden, passiert fast nicht. Aber wenn sie eingesetzt werden in der Mathematik, dann zum Beispiel für die sogenannte numerische Mathematik. Damit meint man wirklich Rechnen mit Zahlen. Also das, was sich der Laie unter Rechnen vorstellt. Plus, mal, minus, geteilt und so weiter. Ich habe hier mal als Beispiel genommen, Sie wollen die Fläche unter dieser braunen Kurve ausrechnen. Numerisch würde das bedeuten, Sie zerlegen diese Fläche in lauter möglichst kleine Rechtecke und rechnen dann wirklich die Flächen dieser Rechtecke aus und addieren die. Was Sie eigentlich ausrechnen wollen, ist das, was die Mathematiker das Integral nennen. Numerisch rechnen Sie einen Näherungswert aus und da könnte dann zum Beispiel rauskommen 1,9998 oder so, je nachdem, wie genau Sie rechnen.
Dann gibt es die sogenannte Computeralgebra, die ist ein bisschen jünger. Da machen Computer tatsächlich symbolische Mathematik, das, was Mathematiker eigentlich auch machen. Sie rechnen nicht mit Zahlen rum, sondern sie lösen zum Beispiel dieses Integral wirklich auf und kriegen dann mit Methoden der Analysis raus, dass die exakte Fläche 2 ist. Das hat sich inzwischen auch sehr stark weiterentwickelt und man kann inzwischen unglaublich leistungsfähige Computeralgebra-Systeme kriegen, die sogar auf dem Handy laufen, die weit mehr können als rechnen. Die können also wirklich solche Dinge wie Integrale lösen, Nullstellen finden und so weiter. Und was Computer inzwischen auch können, und darauf wollte Hales eigentlich hinaus, Computer können Beweise verifizieren. Das heißt, Computer können mathematische Beweise, wenn sie computerverständlich formuliert sind, überprüfen und können nachschauen, ob der Beweis tatsächlich korrekt ist. Und was Computer vielleicht auch mal können, das ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik, vielleicht können Computer ja irgendwann Mathematiker ganz ersetzen und die Beweise nicht nur überprüfen, sondern tatsächlich selbst erstellen. Das ist ja nicht der Hauptjob der Mathematiker. Das würde dann in den Bereich fallen, den man typischerweise künstliche Intelligenz nennt, hat aber nichts zu tun mit dem, was momentan so gehypt wird. Also dieses maschinelle Lernen und neuronale Netze, mit denen sie einem Computer beibringen können, wie er Hundefotos von Katzenfotos unterscheiden kann, das reicht nicht, um mathematische Beweise zu finden. Aber ich will mal so ein bisschen was darüber sagen, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Und ich fange mal an mit einem Zitat von 1981 von einem auch sehr bekannten Mathematiker, der hat damals gesagt, Computer sind wichtig, aber nicht für die Mathematik. Und das war auch eigentlich so die Meinung der meisten Mathematiker, als ich studiert habe, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Die Mathematiker, die ich da kennengelernt habe, die damals schon Profs waren, die haben alle keine Computer eingesetzt, wenn überhaupt, um einen Artikel in LaTeX zu tippen, aber nicht, um damit Mathematik zu betreiben. Eigentlich war diese Sichtweise aber 1981 schon obsolet. Ich zeige Ihnen mal so eine Timeline mit ein paar Meilensteinen. Der Beweis von Hales, von der Keplerschen Vermutung, war nicht der erste, bei dem Computer eingesetzt wurden. 1976 haben Haken und Apple den berühmten Vier-Farben-Satz bewiesen. Und auch dieser Beweis gelang nur mit Hilfe von Computern. Und auch da war es schon so, dass es so eine Art Aufruhr in der Mathematikerwelt gab. Die meisten Mathematiker haben damals gesagt, das ist gar kein Beweis. Wenn den ein Mensch nicht überprüfen kann, weil der so umfangreich ist, weil da tausende von Computerstunden drin stecken, dann ist es kein Beweis. Aber zumindest gab es also sozusagen einen Präzedenzfall. Und 1996 hat zum ersten Mal ein Computer einen mathematischen Satz bewiesen. Und das war ein Beweis, der den Menschen vorher nicht gelungen ist. Es ging um die sogenannte Robbins-Vermutung. Das ist eine Vermutung aus der Boolschen Algebra. Die Vermutung gab es seit den 30er Jahren. Und 60 Jahre hat kein Mensch geschafft, diese Vermutung zu beweisen. 1996 hat das Programm EQP diesen Satz bewiesen. Wobei man fairerweise sagen muss, EQP ist ein Programm, dem man so ein bisschen helfen muss. Das braucht einen Menschen, der ihm assistiert. Aber nichtsdestotrotz, das ist der erste Beweis, der tatsächlich eine Rolle spielt in der Mathematik, der nicht von einem Menschen, sondern von einem Computer kommt. Und ein weiterer, vielleicht ganz interessanter Meilenstein, wir haben vorhin über David Hilbert gesprochen, der Jahrhundertwechsel, 1999-2000 gab es ja sogar einen Jahrtausendwechsel, da gab es natürlich auch alle möglichen Rückblicke und Vorausschau in die Zukunft. Damals hat Timothy Gowers, Fields-Medaillenpreisträger immerhin, eine Rede gehalten und hat gesagt, er erwartet, dass in spätestens 100 Jahren Computer besser als Mathematiker sind im Beweisen von Sätzen. Das würde mit anderen Worten bedeuten, dass in spätestens 100 Jahren keine Mathematiker mehr gebraucht werden. Nun sind 100 Jahre ja ein ziemlich weiter Zeitraum und das ist eine recht vage Formulierung. Und vielleicht sollte man fairerweise sagen, Timothy Gowers hat 12 Jahre später mal gesagt, er würde jetzt anfangen, Programmieren zu lernen. Er wollte immer schon gerne wissen, wie das geht. Das heißt, vielleicht ist er für Computer nicht unbedingt so der Experte gewesen, als er das gesagt hat. Aber nichtsdestotrotz kann man sich natürlich die Frage stellen, ob das nicht irgendwann mal passieren wird. Und noch ein weiterer Datenpunkt. Ich habe vorhin über Computeralgebra-Systeme gesprochen. Eins, was sehr viel von Mathematikern in einem bestimmten Bereich der Mathematik eingesetzt wird, ist Magma. Und 2012 war es schon so, dass dieses System Magma in mehr als 3000 Fachartikeln zitiert wurde. Das heißt, in mindestens 3000 Fällen war es so, dass Mathematiker zugegeben haben, dass sie, um den Beweis, den sie da veröffentlicht haben, zu finden, ein Computeralgebra-System zur Hilfe nehmen mussten. Und wahrscheinlich gibt es noch eine erhebliche Dunkelziffer, wo das nicht dokumentiert wurde. Und Sie sehen an dieser Kurve auch, dass diese Anzahl stetig ansteigt. Also es ist inzwischen relativ normal, dass Mathematiker Computer zumindest einsetzen, um Dinge auszuprobieren und irgendwelche komplizierten Umformungen für sich machen zu lassen.
Aber das, was Hales interessierte, war ja das computergestützte Beweisen. Das heißt, die Idee ist, dass der Computer für Sie einen Beweis auf Korrektheit überprüft. Klassische Beweise in der Mathematik sind geschrieben von Menschen für Menschen. Ein Artikel in einer Fachzeitschrift ist so geschrieben, dass er für Experten gedacht ist. Darum sind die auch im Allgemeinen sehr kurz und knapp. Man lässt ziemlich viele Lücken, die dann mit solchen berühmten Mathematikerformulierungen wie "das ist offensichtlich" ausgefüllt werden. Die Idee ist, wenn das ein Experte liest und wirklich wissen will, kann er diese Lücken schon selbst füllen. Da steckt natürlich die Gefahr für Fehler drin. Darum sollen sich das auch Gutachter durchlesen, aber Gutachter können auch Fehler machen. Das ist eigentlich der normale Stand der Dinge. Und wenn Sie sich einen typischen mathematischen Beweis ansehen, ich habe hier mal einen ganz einfachen genommen aus einem Lehrbuch für Erstsemester, der klassische Beweis, dass die Wurzel aus 2 irrational ist, dann ist das halt in Englisch geschrieben mit so ein paar Symbolen da drin oder in Deutsch oder in Französisch oder sowas. Wenn Sie das so aufbereiten wollen, dass ein Computer das überprüfen kann, dann muss das natürlich in eine Sprache übersetzt werden, die der Computer verstehen kann. Das sieht dann typischerweise so aus. Ich befürchte, dass Sie das hinten nicht so gut lesen können. Aber was man hier sieht, ist, dass es erstens viel länger als der ursprüngliche Beweis. Und zweitens sieht das so aus wie, ich würde mal sagen, eine hässliche Programmiersprache. Wenn man genau hinschaut, kann man noch Ähnlichkeiten zwischen dem ursprünglichen in Englisch formulierten Beweis und dem da rechts erkennen. Aber es ist schon etwas, was man eigentlich nicht machen möchte. Und es kommen noch ein paar Dinge dazu. Das bedeutet einen hohen Aufwand. Hoher Aufwand heißt, man schätzt so, für eine Seite eines einfachen Lehrbuchs braucht man für die Formalisierung 1 bis 2 Wochen. Und hoher Aufwand bedeutet auch den sogenannten De Bruijn-Faktor. Beim momentanen Stand der Beweisassistenten ist es so, dass die formalisierten Beweise immer mindestens 4-mal so lang wie die Originalbeweise sind. Das führt dazu, dass wenige Leute Lust haben, das zu tun. Warum sollte man sich die Arbeit machen, einen Beweis so aufzuschreiben, dass ein Computer ihn versteht, wenn man doch selbst glaubt, dass alles richtig ist? Also die, die sich damit beschäftigen, sind Leute, die sich so an der Grenze zwischen Informatik und Mathematik wohlfühlen und das wirklich so auf ihre Fahnen geschrieben haben. Aber ich würde mal sagen, die klassischen Mathematiker, die sagen, lass mich mit den formalen Beweisen in Ruhe, das ist nur unnötige Arbeit und macht keinen Spaß. Es gibt verschiedene Systeme. Das, was wir da rechts sehen, ist das System MISAR. Das ist ein sogenanntes deklaratives System. Da schreiben Sie mehr oder weniger den Beweis so hin, wie Sie es auch für Menschen aufschreiben würden. Es gibt aber auch andere Systeme, die sind prozedural, die fühlen sich eher so an wie Programmieren. Da programmieren Sie quasi eine Strategie, um etwas zu beweisen. Ein Beispiel dafür wäre das, was wir gleich auf der nächsten Folie sehen. Und ich wollte ja nichts über Anwendung sagen, aber jetzt sage ich doch was. Solche Sachen werden nicht nur für die Mathematik eingesetzt. Zum Beispiel werden Beweisassistenten auch eingesetzt, um Programme zu überprüfen. Die Hyper-V-Technologie von Microsoft, die wurde mit solchen Proof Assistants verifiziert, dass die auch wirklich das tut, was sie tun soll. So, das heißt, wir können zu dieser Liste noch hinzufügen einen letzten Datenpunkt. Auch irgendwann zur Jahrtausendwende haben sich ein paar Mathematiker mal hingesetzt und aus Spaß eine Liste der 100 wichtigsten mathematischen Sätze aufgestellt, nach ihrer Meinung. Und 95 von diesen 100 wichtigen Sätzen sind inzwischen durch Computer verifiziert worden. Das heißt, bei 95 von diesen Sätzen haben sich tatsächlich Leute gefunden, die die so formalisiert haben, dass ein Computer sie verstehen und überprüfen kann. Einige wenige bleiben noch übrig, weil sie einfach sehr kompliziert sind. Zum Beispiel der große Satz von Fermat oder halt irgendwelche Dinge, die nach 2000 bewiesen wurden, wie die Poincaré'sche Vermutung oder sowas. So, und jetzt wollte ich Ihnen eigentlich nur noch erzählen, wie Hales das schließlich gemacht hat. Das ist die Folie für Nerds hier. Ich sage Ihnen, was genau Hales da technisch gemacht hat. Das Ganze basiert auf einer Familie von Programmiersprachen, die man ML nennt. Das ist eine Abkürzung für Meta Language. Die kommt ursprünglich von der University of Edinburgh von 1973. Nennt man manchmal auch scherzhaft Lisp with Types. Und eine Variante dieser Sprache namens CAML, Abkürzung für Categorical Abstract Machine Language, wurde ungefähr ein Jahrzehnt später in Frankreich im Institut INRIA entwickelt. Und wieder ungefähr ein Jahrzehnt später wurde dann eine Variante von CAML entwickelt, die heißt Objective CAML, kurz OCAML, die im Prinzip CAML mit Objekten ist. Das sieht dann ungefähr so aus. Unten habe ich mal die Ackermann-Funktion in Python hingeschrieben. Das können die meisten von Ihnen wahrscheinlich lesen. Oben ist das gleiche in OCaml. Das ist auch lesbar, wenn man sich daran gewöhnt. So sehen funktionale Programmiersprachen gerne mal aus. Das, was Sie da sehen, nennt man Pattern Matching. Haben einige von Ihnen vielleicht schon mal gesehen. Solche Sprachen sind typischerweise dafür da und dafür wurde ML ursprünglich auch mal entwickelt, um solche Beweisassistenten zu schreiben. Und ein Beweisassistent, der hier eine Rolle spielt, ist HOL. Das steht für Higher Order Logic.
der kommt auch aus England, aus den 80ern. Der wurde in einem speziellen ML-Dialekt entwickelt, der extra in Common Lisp geschrieben wurde. Und der Doktorand von diesem Mike Gordon, der HOL entwickelt hat, hat dann darauf aufbauend eine Sprache namens HOL Lite entwickelt. Lite deswegen, weil die auf das Wesentliche reduziert ist. Die Idee ist nämlich, wenn ich einen Computer meine Beweise verifizieren lasse, dann muss ich dem Computer ja trauen können. Wer sagt mir denn, dass der Proof Assistant keine Fehler hat? Darum hat Harrison versucht, diesen Proof Assistant, HOL Lite, möglichst klein zu machen. Der besteht im Kern tatsächlich nur aus, ich glaube, 400 Zeilen oder so, sodass man sich bei diesem kleinen Programm wirklich sicher sein kann, dass da keine Fehler drin sind, weil sich das schon tausende von Leuten angeschaut haben. Das ist in OCaml geschrieben, und wenn Sie also einen Beweis verifizieren wollen mit Hilfe von HOL Lite, dann müssen Sie quasi ein OCaml-Programm schreiben. Und nebenbei nochmal was zur Anwendung. Dieses System wurde auch verwendet, um die Floating-Point-Routinen in den neuen Intel-Prozessoren zu verifizieren. Also man kann auch hier das für andere Dinge als Mathematik benutzen. Aber ich will Ihnen mal zeigen, wie der Beweis, den wir eben in MISAR gesehen haben, in HOL Lite aussehen würde, also in OCaml, so. Und das sieht, finde ich, noch furchtbarer aus als das, was wir vorher gesehen haben. Das ist die Sprache, die Hales benutzt hat, um seinen Beweis der Keplerschen Vermutung zu verifizieren. Und das war dann schließlich dieses FlySpec-Projekt, von dem ich erzählt habe. Das lief von 2003 bis 2014, also über 10 Jahre lang. Da waren die ganze Zeit über mehr als 40 Leute beteiligt. Insgesamt wurden 500.000 Zeilen Code geschrieben, größtenteils in OCaml. Die Klassifikation der Graphen wurde nochmal in einem anderen System verifiziert, das Isabel heißt. Und allein die Verifikation der nichtlinearen Ungleichungen hat ungefähr 5000 Prozessorstunden gebraucht. Das, was dann da im Endeffekt rausgekommen ist, können sich aber nun alle angucken. Die Beweise liegen auf GitHub bzw. unter dieser anderen URL, die ich hier hingeschrieben habe. Sie können also quasi den Beweis auf Ihrem eigenen Computer zu Hause nachspielen. Und es gibt einen Bauplan, einen Blueprint für diesen Beweis. Das ist ein Buch, was Hales quasi zur Begleitung geschrieben hat, in dem erklärt wird, wie der Beweis so umgebaut werden muss, damit man ihn von einem Computer verifizieren lassen kann. Das ist im gewissen Sinne das Ende der Geschichte. Wir können jetzt wirklich sagen, die Vermutung von Kepler ist die ehemalige Vermutung von Kepler. Und jetzt müsste man sagen, das ist der Satz von Hales. Keine Anordnung von Kugeln kann eine höhere Packungsdichte als Pi durch 3 mal Wurzel 2 erreichen, verifiziert von Computern und mehrfach durchlaufen und von vielen Leuten überprüft. Wir können das jetzt wirklich glauben und müssen uns nicht mehr auf diese 99% von den 12 Gutachtern verlassen, die ich da mal erwähnt habe. Eine Frage bleibt allerdings offen. Was lernt man aus diesem Beweis? Das ist der Grund, warum Mathematiker Computerbeweise immer noch größtenteils ablehnen. Mathematiker wollen gar nicht unbedingt wissen, ob etwas wahr ist oder nicht. Das wollen sie natürlich auch wissen. Sie wollen wissen, das habe ich ja ganz am Anfang gesagt, warum es wahr ist. Und wenn Sie mal in die Fachliteratur schauen, dann werden Sie sehen, dass es ganz häufig der Fall ist, dass eine Sache schon bewiesen ist, aber in Fachzeitschriften alternative Beweise veröffentlicht werden. Nicht, weil man dem ursprünglichen Beweis nicht traut, sondern weil man durch unterschiedliche Ansätze eventuell neue Dinge lernt. Der Sinn des Beweises ist eigentlich Kommunikation. Die Mathematiker möchten aus dem Beweis lernen, wie gesagt, warum ist es so? Und sie wollen nicht einfach nur wissen, dass es so ist. Und aus diesem Beweis kann man nichts lernen. Das ist das Telefonbuch, was man durchscannen kann, aber niemand kann daraus lernen, wieso diese Packung tatsächlich die beste ist. Und im gewissen Sinne sind wir jetzt an dem Stand, dass wir einerseits nun wirklich mathematisch sicher sind, dass der Satz stimmt, andererseits nach wie vor nicht wissen, warum er stimmt. Und vielleicht findet ja irgendjemand nochmal einen schönen Beweis für diesen Satz. Und das ist dann auch die letzte Folie heute. Die Keplersche Vermutung in den Dimensionen 8 und 24, entsehen Sie sich, dass wir die vorhin schon mal hatten, die wurde 2016, vor ganz kurzer Zeit, von der ukrainischen Mathematikerin Marina Wiasowska bewiesen. Die war damals Postdoc an der Berliner Humboldt-Universität. Und die hat das ganz klassisch ohne Computer in 2 sehr kurzen Artikeln bewiesen. Das ist ein Beweis, den man wirklich lesen kann und aus dem die Experten etwas mitnehmen und auf dem man aufbauen kann. Und Frau Wiasowska ist noch so jung, dass sie, glaube ich, inzwischen eine von den Kandidatinnen für die nächste Fields-Medaille ist. Das ist nicht die einzige tolle Sache, die sie gemacht hat. Und damit Sie Weihnachten über was nachgrübeln können, für alle anderen Dimensionen ist die Keplersche Vermutung nach wie vor nicht bewiesen. Also könnte man vielleicht versuchen, sich da nochmal ranzusetzen, wenn man sich langweilt. Ja, das war's für heute, es sei denn, Sie hätten noch irgendwelche Fragen.